Hey, ich bin Lea. Und ich bin Hanna. Wir sind aus dem Redaktionsteam des Projekts Pimp Your Town. Unsere Gruppe heißt Jugend aktuell. Wir interviewen Politiker, Schüler sowie unseren Bürgermeister. In den nächsten 3 Tagen überlegen wir, wie wir die Stadt bzw. unser Umfeld verbessern können. Wir wurden in mehreren Gruppen aufgeteilt: dem Redaktions-, Tourismus-, Stadtmarketing, Wirtschaft, Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Schule, Jugend sowie Sportteam. Am Ende wird ausgesucht, welche der Gruppen die besten Ideen haben. Am besten fangen wir gleich an mit dem ersten Interview und befragen unsere Mitschüler, was für Erwartungen sie in den nächsten Tagen haben. Also ich erwarte Klarheit, dass ich dann halt einen gewissen Eindruck oder halt Einblick in die Politik habe, meine Meinung gut äußern kann und halt auch die wichtigsten Dinge weiß. Ich hoffe, dass die Ideen, die hier gesammelt werden, auch in die Stadt Ratzeburg mit reinfließen und wir dadurch die Stadt Ratzeburg vielleicht auch verbessern können vom Aussehen. Also ich erwarte in den nächsten Tagen, dass ich viel Informationen über das Thema Politik kriege, dass ich auch dann ein bisschen mithelfen kann, Ratzeburg zu verändern. Ich erwarte, dass wir hier deutlich mehr noch über die Politik aufgeklärt werden und dass wir dann am Ende sozusagen vielleicht mit unserer Stimme was bewirken können für unsere Stadt. Wie gefällt dir denn das Projekt bis jetzt? Also ich glaube, ich mag diesen Tag bis jetzt am meisten. Die Diskussionen sind sehr toll. Also es ist sehr entspannt, macht Spaß und ja, also ich habe nicht viel erwartet, aber es ist ganz lustig eigentlich. Es macht sehr viel Spaß, auch wenn man keine Schule hat. Und man lernt halt etwas über die Politik, so etwas wie Ersatz für WIPO für die 8. Klasse. Was macht ihr da so? Wir haben gestern 3 Spiele gespielt und heute haben wir über die Wünsche der Jugendlichen diskutiert. Und was sind so eure Wünsche? Dass zum Beispiel E-Busse eingeführt werden, Pflanzen auf dem Markt. Also wir befassen uns mit dem Klima, wie wir den Klimawandel am besten in Ratzeburg verhindern oder verringern können. Was hast du bisher an diesem Projekt gemacht oder was hat dir am besten gefallen, was ihr gemacht habt? Oh, wir haben über verschiedene Ausschüsse geredet und haben da verschiedene Pläne erstellt. Gibt es noch andere Gruppen im Redaktionsteam? Ja, das wird aufgeteilt in mehrere Gruppen. Da gibt es einmal Leute, die machen das für die Zeitschrift, die schreiben Texte oder machen Rätsel. Dann gibt es Leute, die machen Interviews, wie ihr jetzt. Und dann gibt es, wie wir, Leute, die Fotos machen und dann quasi ein Cover erstellen. Denkst du, du könntest das später für dich auch nützlich sein oder das könntest du vielleicht nutzen? Definitiv. Also schon allein, weil man jetzt einen guten Überblick kriegt, was wichtig ist und was nicht. Na, mal gucken, ob die Erwartungen in Erfüllung gehen. Aber erstmal interviewen wir die Kommunalpolitiker. Was halten Sie von dem Projekt? Ich finde das ganz wichtig, dass eben junge Leute auch für die den meisten ja völlig fremde Tätigkeit in einer Stadtvertretung oder in Ausschüssen oder im Jugendbeirat näher gebracht wird. Also ich wäre stolz und froh gewesen, wenn es zu meiner Schulzeit solche Projekte schon gegeben hätte. Ich finde das ganz großartig, dass auch die Schule und die Schulen insgesamt bereit sind, sich solchen Projekten gegenüber zu öffnen. Das finde ich prima. Wir haben festgestellt, dass junge Leute wenig darüber wissen, was eigentlich in so einer Stadt passiert, was in so einem Stadtparlament passiert. Und wenn man dem da so ein bisschen was erläutern kann, finde ich das sehr gut. Ich habe das erste Projekt schon mal mitgemacht. Ich finde es hervorragend, aus dem einfachen Grunde, weil wir haben ja auch danach oder auch damit dann ein Jugendparlament eingerichtet. Wie finden Sie die Arbeit mit den Jugendlichen? Ja, das ist für mich gelebte Demokratie. Wir Ältere müssen daran denken, dass die nachfolgende Generation auch bereit und willens ist, in die demokratischen Gremien mit einzusteigen, um für das Gemeinwohl da zu sein. Wie finden Sie es, dass jetzt schon wir jungen Jugendlichen an die Politik herangeführt werden? Also ich finde es gut und bin auch froh, dass es solche Initiativen gibt. Junge Menschen müssen mitbestimmen. Findest du es gut, dass die Jugendlichen hier so früh an so einem Projekt arbeiten und da teilnehmen dürfen? Ja, das ist super. Ich finde, das ist genau die perfekte Möglichkeit, Jugendliche wirklich schon im frühen Alter langsam an das ganze politische Thema mal heranzuführen. Man hört bisher nur positives Feedback von diesem Projekt. Was halten Sie davon?
Also dieses Projekt Pimp Your Town finde ich ein sehr gutes Projekt. Es dient letztlich dazu, Jugendlichen die Politik näher zu bringen, die Kommunalpolitik, sie vielleicht zu begeistern für die Kommunalpolitik und ihnen halt auch bestimmte Dinge aufzuzeigen, die wichtig sind in der Kommunalpolitik. Denken Sie denn, das könnte helfen, falls man später in die Politik gehen will? Auf jeden Fall ist es ein guter Impuls, wer sich vorstellen kann, sich für die Gemeinschaft einzubringen. Für die jungen Menschen kann es einen guten Impuls bedeuten. Denken Sie, man kann etwas von den Jugendlichen lernen? Natürlich kann man von den Jugendlichen was lernen. Wir lernen alle gegenseitig voneinander. Und ich denke, gerade das Wichtige bei den Jugendlichen ist, dass man viele Ideen und Gedanken hat, wo man vielleicht als Erwachsener, als Älterer jahrelang eingefahren ist. Was denken Sie, kann man machen, damit die Politik noch populärer wird? Politik zum Anfassen, sage ich immer. Das heißt, die Leute, die nur meckern wollen, die sollen mal schön zu Hause bleiben. Man muss sich auch selbst einbringen für das Gemeinwohl. Könnten Sie das Projekt in einem Satz beschreiben? Eine ganz wichtige Nachwuchsförderung, um Interesse an kommunaler Selbstverwaltung und ihre Mitarbeit zu entwickeln. Ich denke, erst einmal sollen wir uns bedanken für die tollen Interviews und die gute Zeit, die wir miteinander hatten. Aber immer noch eine Frage offen. Haben sich die Erwartungen unserer Mitschüler erfüllt? Meine Erwartungen haben sich auf jeden Fall erfüllt. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe auch neue Dinge dazugelernt, besonders wie man seine Meinung von anderen äußert. Ich hatte schon das Gefühl, dass meine Erwartungen erfüllt wurden. Dadurch, dass wir viel diskutiert haben und die Politiker sich das auch zu Herzen genommen haben. Ja, die sind in Erfüllung gegangen. Ich habe viel gelernt zum Thema Politik. Und probiere jetzt auch ein bisschen was zu ändern. Also ich fand, es hat sich gut erfüllt. Wir haben einen guten Einblick in das Leben eines Politikers bekommen. Mit den ganzen Sitzungen auch, dass es teilweise sehr, sehr zäh vorangeht. Und ich finde, das Projekt ist auf jeden Fall lohnenswert. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!